Hallo, liebe Deutschlernende. Ich stehe hier vor einem großen Buddha. Und der Buddha ist sehr dick. Ja? Der Buddha ist dick und hinter mir ist eine große Statue von ihm. Und ihr wisst vielleicht die Geschichte des Buddhas, ja, ihr kennt die Geschichte vielleicht, aber ich werde sie noch einmal erzählen. Also der Buddha wurde geboren und wenn ich mich richtig erinnere, hat ein Weissager, ja, hat ein Mann dem Vater vom Buddha gesagt, dass der Buddha entweder ein großer König sein wird oder ein großer Lehrer. Und Vater wollte natürlich, dass der Buddha ein großer König wird und die Bedingung war, dass der Buddha kein Leid sehen durfte. Ja, also die Prophezeiung, ja, die Prophezeiung war, dass wenn der Buddha kein Leid sieht bis zu seinem 20. Lebensjahr oder so, dann wird er ein großer König und wenn er Leid sieht, dann wird er ein großer Lehrer. Ja, und der Vater hat alles getan, damit sein Sohn kein Leid sieht. Ja, selbst wenn Vögel gestorben sind, dann hat er sie schnell wegschaffen lassen und selbst wenn die Bäume ihre Blätter verloren, hat er die Blätter so schnell wie möglich wegschaffen lassen, sodass der Buddha kein Leid sieht und kein Tod. Ja? Aber wie es kommen musste, der Buddha entkommt dem Palast. Ja, der Buddha geht nach draußen, obwohl er das nicht durfte und sieht Leid und beschließt, ein Lehrer zu werden oder beschließt, die Welt zu erforschen und beschließt, nach Erleuchtung zu suchen. Ja, und das ist die Geschichte vom Buddha. Ja, der Buddha war zu Zeiten, zu manchen Zeiten dick, ja, wie hier hinter mir war der Buddha dick, ja, wie es in dieser Statue repräsentiert ist und er war auch mal dünn, ja, und die Buddhisten sind der Meinung, die Buddhisten glauben, dass der Buddha am Ende seines Lebens Erleuchtung erlangt hat. Das war die Geschichte vom Buddha, so wie ich sie erinnere aus dem, was ich gelesen habe. Danke fürs Zuschauen und bis später.